Hallihallöchen, da sind wir auch wieder zu Crysis 3 und da ist mir gerade auch wieder was aufgefallen, wo ich hier das angefangen habe und wieder ist die Maus da auf hier im Bild hier. Das ist total scheiße, deswegen werde ich jetzt Crysis nochmal neu starten und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, okay? Ciao! Söhrchen, da sind wir auch schon wieder und der Multicursor ist weg und jetzt kann ich euch mal richtig grüßen und Hallihallöchen zu Crysis 3 mit mir, dem Minehoster. Und so ist eigentlich immer meine Begrüßung und dann wollen wir auch gleich mal hier loslegen. Und letztes Mal waren wir einen heftigen Kampf hier mit ganz vielen Cells und den Aliens hier. Hier ging es richtig ab mit Panzer und sowas, Geschütze und dann ihre Alien-Zeug da, ey, das ging schon dann richtig ab hier. Und hier steht der Panzer vom letzten Mal, den wir hier so komisch eingepackt haben. Und 1300 Meter bis zum Ziel irgendwo hin. Und wollen wir auch mal hier gleich loslegen mit den schönen Panzer hier durch den Tor fahren. Sollen wir lieber so teilnehmen? Nee, so sind wir lieber bewaffnet, schön geschützt und so können wir lieber mehr Feuerkraft leisten. Ich bin jetzt gespannt, wo wir hinhaben müssen. Und hier geht das Schild auch langsam zum Berg, zur Abgründe. Ich glaube, es ist schon kaputt hier. Hier geht es gerade richtig heftig ab. Pam, Pam, scheiß Aliens. Hallo, Pam. Ich geb's dir. Scheiß Zellwagen. Ich war auch gerade hier in Line drin, aber ich kann halt gerade folgen. So, dann geht's hier mal hier unten drunter durch und guckt mal, wie jetzt rauskommen, weil das kennt mich gerade hier so aus irgendwie aus. Der Panzer ist Robert. Ziemlich ja, langsamer, das ist glaube ich mal. Sicher im Kanal aufgefangen. Over. Rasch. Wenn uns jemand helfen kann. Ich glaube, ich könnte mal den Ton etwas lauter stellen. Nein, natürlich so. Dialog, das kann auch höchste Höhe hier. Dann her. Ich hol ihn. So, müsste doch okay sein, oder? Ich habe neue Informationen zu Archangel. Wir orten gerade seine orbitale Position. Sie müssen sich beeilen. Er wird in 15 Minuten über New York sein. Schaffen Sie das? Wir sind nur noch ein paar Klicks von Rasch Signal entfernt. Wir suchen nach einer Spur von ihm und verschwinden wieder. Wir sehen uns am Treffpunkt. Okay. Bam. Boah, gestern war es so schlimm, ey. Ich bin mit meinem Vater Motorrad gefahren. Slips sind hier losgefahren und um halb acht kam ich, glaube ich, wieder. Also 7,5 Stunden Motorrad fahren. Boah, das war so anstrengend. Naja. 1,5 Stunden Pause, aber sonst nur Motorradfahren. Und weil ich das nicht gewöhnt war, tat mir der Nacken ziemlich weh. Das war schon ein bisschen scheiße, muss ich ehrlich mal sagen. Aber sonst hat es Spaß gemacht. Und Sniper geweckt liegen hier. Prophet, Landezone ist heiß. Ihre Luftabwehr wird von einem externen Generator gespeist. Kannst du ihn erledigen? Over. Ich werde sehen, was ich tun kann. Alter, was ist das denn für ein Sniper-Gewehr hier? Alter. Alter. Hä? Oh, yo. Ist klar, Alter. Was ist das denn für ein geiles Sniper-Gewehr hier? Bam, bitte. Einfach nur. Bam. Und noch einmal. Ist das kurz? Okay, ich glaube schon. Aber die sind nicht gut. Bam. Bam. Los geht der Team hier runter. Hui. Ich schnapp mir mal den Weg hier. Bam. Und so müssen wir jetzt hier hoch. Ich denke mal, wir müssen noch da hinten. Da ist die Granate auf uns. Okay. Ehrlich gesagt, kein Plan, wo wir jetzt gerade hin müssen. Ich glaube, jetzt einfach ein bisschen zum Ziel da. Hui! Oh, oh, oh. Alter, der verballert 720. Alter, das geht richtig ab. Das geht richtig ab, die Waffe hier. Scheiße, jetzt haben wir keine Munition mehr. Nur noch Granaten. Oh, shit.
könnten vielleicht schon die Linien nehmen. Wow, fuck! Er schießt uns ganz halt ab und ich bemerke es nicht. Mama! Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, das ist wieder so ein Zelt. Prophet! Prophet! Wir haben ja. Rush! Wir haben Rush! Wie ist sein Status? Konfus. Er redet nur wirres Zeug. Ich denke, er weiß nicht, wo er ist und wer wir sind. Aber körperlich ist er okay. Ich tippe auf eine Kriegsneurose. Er war immerhin mitten in einer Seth-Todeszone. Keine Ahnung, wie er das überlebt hat. Okay, dann müssen wir hier als erstes. Wird beides zum gleichen Missionsziel. Also müssen wir irgendwas hier nehmen. Gucken, ob ich hier oben kommen kann. Ja, so ist es. Nein, so hält nichts ab. Ah, hier ist Munition. Okay, geil. Okay, hier sind manchmal Schüsse, ja. Ich Sniper verballern wir jetzt mal. Und hier ist Feuer hier. Und bam! Oh, die Waffe ist einfach so geil, die Sniper hier. Bam! Und sich denn bam! Hier Schüsse gucken, ob wir den nochmal. Ui, ui, die schon wieder. Maximal. Erstmal ein bisschen Deckung gehen, ja. Sind halt niedrig, so. Bam! Oh. Und Death ist ja noch ein Schuss haben wir. Den erinnere ich mich wieder. Locker! Yeah, so fließt sie hier. Da. Jetzt können wir die Sniper eintauschen für dieses schicke Teil hier. Ah, da können wir hin, okay. Können wir rein. Archangel implantieren oder so. Nein, gerade noch so. Archangel wird den Liberty Dome in 10 Minuten erfassen. Beeilung, Prophet. Wir brauchen hier oben mehr Männer. Sie sind alle abgehauen. Ich hätte wissen müssen, dass auf sie Verlass ist. Eine Entscheidung. Bam. Archangel ist eine Gefahr für uns alle. Wir sind so weit gekommen. Wir dürfen jetzt nicht alles verlieren. Prophet, Landezone ist immer noch heiß. Der Turm hat mehrere Flugabwehrsysteme, die den Luftraum sichern. Du musst sie deaktivieren. Over. Roger. Psycho, die Seth feuern nicht mehr. Was ist da los? Die Seth lassen vom Ziel ab. Keine Ahnung warum. Over. Okay. Flugabwehr und Türme zerstören. Halt niedrig, bleib ich auf dem Wege. Jetzt wird echt spannend hier. Sammel! Hui! Das war noch knapp hier, das war wirklich noch mal knapp. So wollen wir mal wieder hier Tarnmodus spielen. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Hallo! Also. Da hatte ich auch einen Flieger. Okay, jetzt können wir das detektieren oder so. Flugabwehr deaktiviert. Du kannst jetzt landen. Alles klar. Dann geh jetzt zur Kontrollstation. Beeil dich. Der Lift müsste noch funktionieren. Over. Die Flugabwehr ist offline. Dann sitzen wir jetzt in der Scheiße. Wirklich machen, Psycho. Echt geil, dass du wieder zu uns gekommen bist. Ich gehe jetzt runter. Over. Alles klar. Wie kommen wir jetzt da hoch? Ui, da hat jemand mit dem Sniper geschossen. Oh, oh, mach ich mich gerade erschrocken, ey.
Wow. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Batman, weil da gibt es auch sowas, wo du unten drunter kriechen kannst. Wenn du den Gegner killen kannst. Aber. Oh. Hui. Alter. Oh, shit, ey. Hui, wir sollten erstmal hier das alles sichern, ne? Flugabwehr deaktiviert. Du kannst jetzt warten. Alles klar, dann geh jetzt zur Kontrollstation. Beeil dich. Der Lift müsste noch funktionieren. Over. Alter, mach deine dann Energie sind wir in der Scheiße. Ich gehe jetzt runter. Over. Flugabwehrsystem ist offline. Einfach mal hier bis zur Piste wechseln. Ah, das hat sich gerade hochbewegt. Also müssen wir das irgendwas hier, einen Schalter aktivieren oder so. Okay, jetzt müssen wir erstmal den Schalter. Ja, da ist er. Okay. Alter, der ist immer noch tot. Okay, jetzt laden wir erstmal hier auf. Und dann rennen wir rüber, okay? Los, 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 jetzt! Alter! Alter! Oh, oh, kacke, kacke, kacke! Ja, komm, Baby, mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Fahrstuhl auf! Ja, ja, komm, los, bitte, bitte, ja! Okay, passt ab, Prophet, beeilen Sie sich! Nur noch ein paar Sekunden! 16, 15, 14. Oh oh. Prophet, helfen Sie mir! Sie müssen auf das Terminal zugreifen! Zugriff! Notfallprotokolle initialisiert. Alle verbliebenen Cell-Agenten in die unterirdische Quarantäneeinrichtung 5Y9. Ist aufgehalten. Sämtliche Mitarbeiter werden sich minus 15 Minuten zum Appell bewegen. Offenbar wurde Archangel nur zum Teil geladen. Etwa 5%. Gerade unter der Schwelle für eine Kettenreaktion mit der. Gerade mal 5% und das war das. Glück. Großes Glück. Das war alles. Stufe 3. Ich brauchte sie alle, um aus meinem Zellgefängnis zu entkommen. Meine Kinder waren ohne Verstand, während ich schlief. Sie mussten nur noch Archangel für mich abschalten und dafür danke ich ihnen sehr. Was? Was reden Sie denn da? Rasch! Projiziere Stufe 3 Simulation. Die dritte und letzte Stufe. Der Strahl. Er lädt sich auf. Oh mein Gott. Das ist eine Einstein-Rosenbrücke. Ein verdammtes Wurmloch in die M33-Galaxie. Und es kommt irgendwas Großes durch. Als ich sie im Versteck nicht auswerten konnte, sagten sie, das läge daran, dass sie den Anzug entwickelt haben. Aber das war es nicht, oder? Wie lange machen sie das schon? Ihr Leben mit Nanotech verlängern? Mit Ceph-DNA? Wissen sie, was sie sind? Sie haben gegen den Schwarmverstand der Ceph gekämpft, genau wie ich. Aber sie haben verloren. Sie haben sie absorbiert. Und jetzt sind sie einer von ihnen. Hui. Scheiße. Holy shit! Thank you.
dich, Axe! Psycho, schaff sie hier aus! Carl. Carl? Sie haben etwas, Prophet. Etwas, das die Seth nie haben oder verstehen werden. Raus hier! Okay, jetzt geht's ab. Scheiße! Die Geschütze! Schnell an die Geschütze! Psycho! Der Alpha-Zell fängt aus dem Turm aus! Kampfschiffe! 3 Uhr! Bewegung! Kommt schon! Kommt schon! Bringen Sie uns wieder aus! Das dürfte schwierig werden! Oh mein Gott! Prophet! Das müssen Sie sehen! Stufe 3 ist das finale und tödlichste Element der Kolonialisierungsstrategie der Seth. Wenn man ihr entschlossen